Es wird immer wieder gefragt, warum die Generation des Dritten Reiches nichts gegen die Diktatur unternommen hat. Warum haben die Bürgermeister, Landräte und andere Politiker, warum hat die Polizei und die Justiz nichts dagegen getan? Und wo waren die Medien, die lieben Medien, wo waren die damals? Wenn man heute mit Politikern spricht, dann kriegt man immer zu hören, dass es nicht ihr Bereich ist und dass sie damit nichts zu tun haben. Darum kümmert sich schon Land und Bund, damit haben wir gar nichts zu tun. Und sie dürfen es auch gar nicht. Das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages über TTIP ergab sinngemäß, dass Stadt- und Gemeinderäte sich nicht mit dem geplanten europäisch-amerikanischen Freihandelsabkommen TTIP beschäftigen dürfen. Tun sie es doch, verhalten sie sich rechtswidrig. Das stand im März in der Zeitung Die Zeit. Wisst ihr, was das heißt? Allein wenn die das durchlesen, machen sie sich strafbar. Dabei geht uns das ja direkt was an. Das sind ja, da wird ja, also die Gemeinde hat ja auch damit zu tun, wenn die verklagt werden sollte. Aber es wird ihnen verboten, sich damit zu beschäftigen. Und dann sagen sie, ja, es ist mir verboten, das mache ich nicht, ist klar. Dabei muss da schon der Widerstand anfangen, weil das einfach das Rechtssystem aushöhlt. Das kann ja gar nicht sein. Und wenn es heute schon in einer Demokratie ein Rechtsbruch der niedrigen Politik ist, sich mit der hohen Politik zu befassen, wie war das denn erst im Dritten Reich? Wenn sich die niedrige Politik mit der hohen Politik befassen wollte. Und wir sollen unseren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern der Untätigkeit beschuldigen. Dankeschön.